Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Wildwasserführers für Österreich. Die Bregenzer Ach bietet eine Vielzahl an Abschnitten. Der einfachste ist der unterste von Doren bis Kennelbach. Der Einstieg ist am alten Bahnhof Doren, was heutzutage ein Campingplatz ist, weit unter dem Dorf selbst. Der beste Weg für die Anfahrt vom Ausstieg führt über die rechte östliche Seite des Flusses. Der Campingplatz ist auch das untere Ende der Fahrradstrecke entlang der ehemaligen Bahnlinie bis hoch nach Egg. Die Bahn verband einst Bregenz am Bodensee mit dem Herz des Bregenzer Walds. Aber sie wurde aufgelöst und die Linie ist an vielen Stellen der Natur preisgegeben, aber immer noch erkennbar. Dieser Abschnitt hat oft genügend Wasser bis in den Sommer, auch wenn dann einige Stellen seicht sein können. Da es hier keine nennenswerten Schwierigkeiten gibt, bietet sich dieser Bach als ideal für Anfänger an, da es kaum Wasserdruck hat und jede Menge Kehrwasser zum Üben. In diesem unteren Teil fließt die Bregenzer Ach durch ein Tal mit Mischwald aus hauptsächlich Buche und Fichte, mit der Bahntrasse als einziges Indiz von menschlichem Einfluss. Je weiter nach unten man gelangt, kann man mehr Menschen an heißen Sommertagen treffen, welche die Trasse nutzen, um an ein kühles Plätzchen am Flussufer zu gelangen. Nahe dem Ende liegt das Wehr von Kennelbach. Bei Niederwasser kann man über die Wehrkrone oder rechts umtragen. Man kann die Fahrt auch schon hier beenden, muss dann die Boote aber ein ganzes Stück tragen. Bei wenig Wasser gibt es eine weitere trockene Blockstelle, bevor das Wasser wieder zurückkommt. Ein guter Ausstieg ist auf der linken Flussseite beim Schießplatz in Kennelbach. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!